Trifft ein Hase eine Giraffe? Sagt die Giraffe überlegen: Ja, Hase, weißt du, immer wenn ich ein Blatt fresse, rutscht das so richtig schön langsam meinen langen Hals herunter. Weißt du, wie genial sich das anfühlt? Sagt der Hase: Na, sag mal, hast du schon mal gekotzt? Und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Wie bereits im letzten Part erwähnt, werden wir dieses Mal wieder mit einer epischen Jagdquest starten. Und bevor ich hier anfange, mir irgendetwas zusammenzusuchen, schauen wir erstmal, welche wir machen werden. Also, wir haben sehr schön schon mal auf der Stufe G1 alle erledigt. Schauen wir mal bei G2 weiter. Ein lauscher Lungenarzt. Ist keine epische Jagdquest, aber ist eine Quest, die wir wahrscheinlich auch nochmal, an der wir irgendwann nochmal verzweifeln werden. G2 ist auch schon durch. What the fuck? Okay, da waren wir mal ausnahmsweise ziemlich, produktiv. Das was habe ich gesucht. Eine Frage der Ehre. Ehrenvoll zu sterben tue ich später. Diamantstaub, okay, die drei Meister des Vulkans mit Lavasiov, Terra Shogun und Rathalos. Yep, da freue ich mich schon drauf. Kezu, wir brauchen eh nochmal einen Spezialschild. Das wäre tatsächlich mal wieder eine Option. Ansonsten, also wie das hier gibt, habe ich ja noch Ewigkeiten zu tun. Okay, das hier könnten wir mit unserem Götzen mal probieren. Obwohl, Diablos hat Eisschwäche, Kupferblanker hat Eisschwäche. Die kriegst du jetzt nicht unbedingt, aber zumindest für die ersten zwei könnten wir tatsächlich eine dieselbe Waffe benutzen. Das heißt, vielleicht nicht unbedingt mit Götze. Der Kezu hat ja das letzte Mal ziemlich gut mit Hammer funktioniert, ne? Aber Kravius mit Hammer? Gut, man kann nicht stunnen, aber man kann gut auf den Bauch gehen. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Rosaratia, das haben wir sowieso ziemlich geil. Und ich denke, wir brauchen auch noch bestimmt, ja, wir brauchen sogar für die Odyssee-Klinge noch eine, so eine himmlische Schuppe von der Ratia. Apropos himmlische Schuppen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Ich denke, manche von euch können sich bestimmt noch daran erinnern, was ich letzten Part so alles über die, diese wunderbare himmlische Nagerschuppe gesagt habe, ne? Wie man die denn nun am besten bekommen soll und so weiter und so fort. Vergesst es alles. Also, beinahe alles. Welche Waffe wollte ich jetzt nehmen? Roter Kezu hat Wasserschwäche, Ratian hat an sich ein bisschen, Kravius hat definitiv Wasser. Eigentlich wäre eine Wasserwaffe ganz geil. Da ich aber keinen Wasserhammer habe und auch allgemein noch keine Wasserwaffen, weil ja mein Leviathan noch nicht fertig ist. Ja, bleibe ich bei Götze. Es ist auf jeden Fall eine gute Option. Seht ihr, dafür sind die Raw Damage Waffen ganz gut, wenn man mal tatsächlich keine Waffe hat mit dem passenden Element. Dann kann man auch einfach so einen dicken, fetten Hammer nehmen und dann schlägt man sich da halt trotzdem durch. So, Nagakuga, himmlische Schuppen. Für alle, die sich den letzten Mal angeguckt haben, die tatsächlich farmen, macht es nicht so, wie ich es gesagt habe. Es war wirklich durchgehend alles falsch. Deswegen muss ich das jetzt mal ganz kurz korrigieren, für alle, die das wirklich machen wollen. Also, die Nagerschuppen, himmlische Schuppen, bekommt man ausnahmsweise nicht aus dem Schweif. Man kann sie bekommen, indem man ganz normal den Körper des Nagakuga auscarft. Hat man eine 2%ige Chance pro Carve. Ist also gar nicht so übel, das heißt, alle 100 bekommt man 2, alle 50 wahrscheinlich eine. Und dreimal aushäuten, das heißt, 15, wenn man 15 Nagakugas ausgenommen hat, sollte man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine bekommen haben. Zudem gibt es nochmal 4%, wenn man den Kopf kaputt gemacht hat. Und des Weiteren auch nochmal 8%, wenn man den Shiny Drop aufsammelt.
also hier Schallbombe werfen, der und weint und das Weinen dann aufsammeln. Und dann bekommt man mit 8% auch noch eine Schuppe. Und das ist grundsätzlich ziemlich hilfreich. So, ne, 8% sind da schon wieder ziemlich viel, ne? Aller, ne, ich kann rechnen. Aller 100 Mal kriegt man 8 Schuppen. Heißt, durch 2 sind aller 50 4. Durch 2 aller 25 2. Durch 2 aller 12,5 Nagas aufgerundet 13 1. Ja, Mathe-Genie, ich kann durch 2 teilen. Fuck yeah. So. Gegner waren Rosa Ratian, Roter Kieze und Gravias. Okay, also kann auf jeden Fall eine Fallgrube mitnehmen. Wir haben ja auch jetzt 1-2 Gameplay-Reißzähne, also können wir auch Schockfallen zur Genüge mitnehmen. Und natürlich die Gameplay-Reißzähne nicht vergessen, das mache ich ja auch ziemlich gerne. Bonusbomben sind mit dabei. Was trotzdem stimmt, ist, dass mir bei Doppelquest diese himmlischen Schuppen angeblich, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass es immer noch stimmt, leichter zu bekommen sind, gerade bei Doppelquest 2 Monster 6-mal auskaufen, doppelte Chance sozusagen, also doppelte Häufigkeit an Zufallsversuchen. Und ich muss jetzt mal ganz dringend schnauben, ich habe hier keinen Taschentuch, das ist scheiße. Wartet mal ganz kurz. Genießt mal kurz das Kochen. Ganz schnell hier was holen. So, war ich sogar schnell genug. Lecker essen. Und zum esse ich nicht mal eigene Rotze, das ist auch lecker. Sorry, ich bin mal wieder Meister der Vorbereitung. So, aber ich habe jetzt durch die ganze Hitze, ne, ich bin ja so ziemlich allergisch auf alles. Dementsprechend habe ich jetzt auch schon seit einigen Tagen ziemliches Nasenlaufen. Ich habe immer versucht, das aus dem Let's Play rauszuhalten. Geht natürlich nicht immer. Und deswegen muss ich ab und zu mal leider schnauben. Das tut mir außerordentlich leid, aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ihr könnt ja immer ganz kurz die Lautstärke runterdrehen. Das wäre äußerst liebenswürdig. Fällt gerade ein, da wir jetzt die epischen Jagdquests machen, werden auch gute Rüstungssachen nicht so schlecht. Können wir gleich mal weiter verbessern. Wenn wir denn das Geld hätten. Verdammt. Na gut, 2 Verbesserungen sind besser als gar keine. Typischerweise. Und, wie die Quest kostet jetzt mehr, als ich Geld mit habe. Das wäre mal wieder ziemlich fail. Das war so klar. 2500. Ich hab's gesehen. Boah, haben wir noch irgendwie Stahleier? Habe ich noch hier ein paar Balls of Steel? Ja, habe ich. 4 Stück. Dankeschön. Können wir wenigstens die Quest mal beginnen. So, Rosa Ratian, Roter Kizu und Gravios. Okay. Das klingt doch mal schön. So, haben wir alles mit? Ich guck mal lieber noch mal nach. Haben wir nicht. Wie sollte es auch anders sein? Maxi-Tränke fehlen hier noch. Denn an Maxi-Tränken fehlt's im Revier. Und wir nehmen zum Glück nichts anderes dafür. So, noch irgendwas Wichtiges bei der Quest? Rosa Ratian Blitzbomben habe ich. Roter Kizu. Naja, Fallen, was kann man denn nicht machen? Na gut, die haben alle keine weiteren Schwächen, was Items angeht. Also können wir auch nicht mehr. Nee. Bomben wären schlau gewesen gegen Gravios. Verdammt, jetzt ist es zu spät. Muss es halt ohne gehen, dann muss halt die unglaubliche Kraft meines Hammers da mal ein bisschen Aushilfe schaffen. Ach ja, und Heißgetränke wären auch schlau gewesen. Wie viel Platz habe ich noch? Ah, hätte nur Heißgetränk reingepasst. Naja, immerhin besser als gar nichts. So, Rosa Ratian, die beginnt doch in dem Gebiet da irgendwo hier im Sumpf, ne? Ich liebe meine genauen Angaben. Ich weiß, welches Gebiet ich meine. Und ich werde es euch sagen, wenn ich die Ratia gefunden habe. Das ist genau das Gebiet war, was ich gemeint hatte. Oh, schaut mal, hier ist sie. Da hing mir dann plötzlich so ein Schweif im Gesicht. Sehr, sehr schöne Situation mit so einem dicken Schweif im Gesicht. Das fuck you. Ohne Spaß, so fangen wir hier gar nicht erst an. Klar, mein Freundchen? Sehr schön.
erstmal dem eine Breitseite mitgeben. Kann auch mal von der Ratian getroffen werden. Ist jetzt nicht so schlimm. Erstmal müssen... Ach, es sind auch noch zwei. Ja, hallo, Eobrace. Bam. Das ist doch mal eine Double Camo, die sich gelohnt hat. Sag mal, ist die Ratian größer als die normale? Also die ist nicht Gold, das gebe ich zu. Aber die ist auch nicht gerade die kleinste, die ich bisher gesehen hatte. Toni, ich muss dich mal ganz kurz alleine lassen. Hätte ich ein Schild, hätte ich es ja für dich abgeblockt. Erschrick mich doch nicht so. Und Eobrace kommt natürlich wieder. Schade, ich hatte schon gehofft, dem wäre nicht so. Aber leider ist meine Hoffnung soeben verreckt. Das heißt, wir müssen uns jetzt leider Gottes doch passt um die Ratian kümmern. Easy, wusste ich. Hab gewusst, dass es da nicht so weit rüber kommt. Machen wir gleich nochmal. Wunderschöne Eobray noch mit wegfliegen lassen. So gehört sich das. Einfach mal Kollektivschläge an alles und jeden rausgeben. Da ist gerade der Kopf kaputt gegangen, kurz bevor der Eobray sich dachte, och, greifen wir den mal richtig nett hier an. Wir haben ja best normale Ohrstöpsel. Sehr das Schöne, dass das bei der Ratian ausreicht. Ich glaube, bei keinem anderen Monster in dieser Quest reicht normale Ohrstöpsel aus. Aber bei der Ratian, da schreit sie wohl nicht mehr so laut wie sonst. Schön, wie ich schon am Geräusch und an einem Pixelbewegung erkennen kann, welchen Angriff die macht. Finde ich super geil. Es hilft mir nichts, ich weiß zwar, was sie macht, aber wenn ich denke, der läuft schon und dann läuft er nicht, dann habe ich halt verkackt, ist halt so. Okay, hat keine 3 gemacht, das war nett. Das hätte sie mich gegebenenfalls noch getroffen. So gesehen hat sie jetzt 3 Feuerbälle geschossen, gebe ich ja zu, 3x1. Aber was soll's, ich glaube, die Blitzbomben hebe ich mir letzten Endes doch lieber für die Kravios auf. Das bringt zwar nicht so viel, weil der halt eben relativ häufig schreit, wenn er einmal in diesem Verwirrt-Modus ist. Aber vielleicht 1-2 Schläge könnte es ja bringen. Und so oder so wird definitiv die Zeit verringert, die er im Wütend-Modus ist. Was mir durchaus sehr hilfreich zu erscheinen scheint. Ja, letzten Powerpoint auch noch getroffen. Leider ist es nicht umgefallen, das wäre noch schöner gewesen. Ja, easy peasy, bisschen Slalom laufen, hingehen, auf den Kopf hauen und staggern lassen. Schönes Ding hier, schönes Ding. Und noch ein paar Trockenübungen, weil wir es können. Das war gerade extrem unliebenswürdig, Eobray. Alter, habe ich gerade echt den letzten Schlag auch noch auf den Kopf getroffen? Nice! Richtig schön noch drüber gezwirbelt. Mehr Glück als alles andere, sagte er und schlug gegen den harten Flügel. Aber bis dahin lief's doch gut. Nein. Dann hätte die mich jetzt getroffen beim Versuch, Toni zu erwischen. Das wäre ziemlich mies geworden. So. Eobray ist auch weg. Das ist schon mal ein Anfang. Sie kann sich noch so ein bisschen drehen in der einen Öde da hinten von mir aus. Mach, was du denkst. Ich denke, wir haben genügend easy Zeit, um hier alles ruhig mit dir angehen zu lassen. Wir müssen hier jetzt nicht durch diesen einen Kampf mit dir durchhetzen. Ich dachte, der Feuerbell fliegt wieder. Aber leider ist der Feuerbell nicht weiter geflogen. Und wir wurden dann getroffen. Oh, eine Tüte Mitleid für den armen Sinu. Boom. Nicht aber für die Ratian. Och man, Toni. Ich wette, die wäre umgefallen. Das wäre dein Moment gewesen. Okay, wäre sie nicht. Und wäre trotzdem dein cooler Moment gewesen. Und du hast ihn einfach so verziehen lassen. Wieso tust du so etwas? Du könntest cool sein. Und du ignorierst die Show. Wieso trinke ich den Max-Trank? Ich habe das Gegengift gesehen, habe gedacht, jo, nehme ich. Scheiße, Mann. Ich habe nicht weit genug gescrollt. Hab zu früh linke Maustaste. Ja, Maustaste. Linken Trigger-Button losgelassen. Verdammt. Aber wir können zumindest endlich unser schönes gebratenes Steak essen. Es ist schon mal ein Anfang, endlich mal das Steak zu verputzen.
Dann geht die Quest schon, noch nicht mal 10 Minuten. Ich sollte sie nach 10 Minuten besiegt haben. So als grober Richtwert, um halt zu wissen, wie ich in der Zeit liege. Nach 10 Minuten sollte es eigentlich getan sein. Kizu sollte auch ungefähr 10 Minuten dauern. Nur der Gravius, für den brauche ich vielleicht 20. Wenn ich das so in der Dreh rum hinschaffe, dann wird die Quest machbar. Wenn ich dann noch nicht allzu häufig sterbe, gewinne ich vielleicht sogar. Sind das nicht geile Ansagen, die Captain Obvious mehr als nur würdig sind? Habt ihr euch jetzt auf einmal verbunden, ihr Velocipraise und die Ratia? Die ganze Zeit kämpfen die gegeneinander, ne? Wie bereits im letzten Part erklärt, wegen, die wollen die Eier fressen. Und deswegen Ratia und Rathalos sind gegen Velocipraise und andersrum. So natürliche Fressfreunde sozusagen. Aber jetzt plötzlich hier kämpfen die zusammen. Wahrscheinlich hat die Ratia sich jetzt so ein bisschen prostituieren lassen. Nach dem Motto, ich lege Eier für euch und dafür verteidigt ihr mich. Das ist so eine korrupte und unmenschliche Aktion von dir, dass sie auch nur von einem Drachen stammen kann. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich wirklich verarschen? Wegen einem Schlag habe ich jetzt 3 Velocibrace getötet. Das muss doch nicht sein. Ja, Kollektivschaden und Kanonenfutter und so von mir aus, aber es muss doch nicht sein. Die haben eigentlich auch ein Recht zu leben. Außer wenn die halt mich angreifen, dann wird ihr das Recht sofort entzogen. Na gut, habe ich es in theoretisch 5 Minuten geschafft, wäre ich nicht so viel mit den Minions zu tun gehabt hätte. Bananas! So, jetzt der Kizu. Der Kizu beginnt auch irgendwo im Sumpf. Nicht hier, nicht da, wo die Ratian beginnt, theoretisch eigentlich in irgendeiner Höhle. Weil es ist ein Kizu, der lebt halt in Höhlen. Hallo Stein. Ich mag Steine. Ah, ne, wie macht der Zug? Blub, blub. So, dann würde ich jetzt einfach mal raten, dass wir die Höhle hier oben nehmen können. Die sieht mir irgendwie Kizu-mäßig aus. Hier gibt es wohl Fangos, hier gibt es Melinxi, hier gibt es ein dickes, fettes Loch. Das sieht aus wie eine Höhle vom Kizu. So ein bisschen zumindest. Nein! Nicht die Fallgrube! You shall not run away! Es wäre so mies, wenn die jetzt, wenn die Melinxi jetzt ins Wasser fallen könnten. So, ich sehe nix. Das bedeutet, der Kizu ist genau in der anderen Höhle. Verdammt. Na gut, da haben wir hier wenigstens noch ein Item für uns. Ist auch nett und schön. Erste Hilfearznei, schön. Da haben wir jetzt insgesamt 13 von denen. Schön, damit kann man was anfangen. Kann ich auch ein bisschen meine Tränke raushauen, was ich ja überhaupt sonst nicht machen würde. Und ich würde sagen... Nee, eigentlich sieht der Kizu ja ganz gut. Also ich bin nicht gestorben beim ersten Mal beim normalen Kizu. Also werde ich auch beim roten genauso abschneiden, denke ich. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt Fallen für den. Na komm schon, sei hier. Sonst hätte ich Psycho-Zero mitnehmen müssen, noch verdammt. Es gibt noch das runde Gebiet, wo ich gestartet bin. Wie zur Hölle komme ich da denn jetzt hin? Warte, ich glaube einfach nochmal hier geradeaus und dann rechts, ne? Irgendwie so könnte es sein. Ja, also Kizu, also keine Fallen probieren wir jetzt erstmal, damit wir dann für den Gravios möglichst viel noch haben. Und den dann so richtig schön zu Tode trampeln können. Auf jeden Fall zuallererst die Farbbälle raus. Ich will nicht den Typen dann einmal gefunden haben und dann fliegt der weg, weil ich zu langsam bin, Farbball zu werfen. Das wäre auch dezent kacke. Ja genau, ich war da unten. Jetzt bitte lass ihn hier sein, ansonsten habe ich keinen Plan, wo ich hingehen soll. Oh, ich höre ihn! Ich sehe ihn! Hallo, Kizu! Guck mal, ich will das scheiß gebratene Steak essen! Ah, und da fährt der Zug auf seinem Rückweg wieder vorbei. Noob, noob! Hoch 3. Und jetzt können wir den Kampf endlich beginnen. Oh! Das ist ein aggressiver roter Kizu. Der beginnt gleich mal mit einem 5er-Schocker. Warum nicht? Kann man ja auch mal machen, wenn man den anderen Jäger so richtig schön nerven will.
beginnt man halt mal mit einem Fünferball. Alter, ernsthaft? Gut, ich habe ja meine Power Pounds, das passt schon. Wenn ich die nicht ganz zu doof platziere, das war knapp, sollte das eigentlich kein Problem sein, auch hier bei schön Schaden zu machen. Sag mal, habe ich jetzt auch nur einmal überhaupt getroffen? Ich bin immer so weit weg von dem, weil ich Angst habe vor dem Donner. Oh Mann. Vor allem merkt man es ja beim Kiezo auch nicht so wirklich. Also der ist ja rot. Das heißt, das Blut, was spritzen könnte, sieht man nicht mal richtig. Und man hört ja auch keinen Ton. Weil Musik und so. Also fehlt ja. What the fuck? Moin. Mann. Träum mich doch nicht so hart. So drollo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 l mäßig. Da geht mir gerade nur ganz dezent auf die Eier. Ein kleines bisschen. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass ich noch nicht einmal wirklich richtig zum Zug kam. So, jetzt tröpfelt er noch ein bisschen nach unten. Schön, dass er gewartet hat, bis ich weggegangen bin. Netter roter Ketsu. Ausnahmsweise mal nicht bloß auf Schaden aus. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es schlau ist, auf den Kopf zu gehen. Grundsätzlich ist es ja nicht dumm, weil ich den halt theoretisch umschlagen könnte. Fuck, ich lade doch auf. Praktisch gesehen gingen die Füße aber wesentlich besser, wenn man jetzt mal von den Schlägen absieht, die ich nicht getroffen habe. Die gingen natürlich schlechter. Jetzt lass mich hier mal ganz kurz durch. Oh, ich stehe schlecht. Er wird bestimmt gleich hier mit seinem Donner anfangen. Oh nein, er dreht sich weiter. Ich brauch beste Ohrstöpsel, das geht doch so nicht. Der hat sogar zwei Slots. Und wie viel brauche ich denn? Status. Ja, ich bräuchte 5, also insgesamt 3 Slots. Na, wenn ich da noch irgendwas anderes rausslotte, könnte ich tatsächlich beste Ohrstöpsel mit reinnehmen. Also ist nicht ganz unmöglich, die Brüstung noch zu modifizieren. Der Schlag müsste eigentlich noch getroffen haben. Gambrace! Gib mir deine Reißzähne! Oder hau halt eben einfach ab von mir aus. Tu, was du nicht lassen kannst. So, da ist er weggeflogen. Fuck you, fuck you, fuck you! Mann, ich drück immer so Button-Smashing-mäßig auf den Dreieck-Knopf. Deswegen schlägt er bei mir so ziemlich immer zweimal, auch wenn ich nur einmal schlagen will. Das X danach hämmern, das ist immer... funktioniert dann nicht mehr, weil er schon denkt, ah, ich soll nochmal schlagen, geht klar. So, endlich haben wir ihn wütend gemacht. Mal sehen, wie asozial der jetzt wird. Das war gerade dezent knapp, gebe ich zu. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Also solange im letzten Moment immer noch alles gut geht, kann es von mir aus so knapp sein, wie es irgendwie knapp sein will. Ich müsste mal wieder wetzen. Gut, ich komme bei ihm nicht durch die Panzerung durch. Also durch die ganze Hornhaut auf den Kniekehlen komme ich nicht durch mit meiner weißen Schärfe. Weil was anderes als auf nackter Haut kann es nicht geben. Ich meine, Haut an sich ist nicht wirklich dick. Ich hasse Ecken. Ist schön. Ist schön. Der Sinu findet in einem runden Kreis Ecken. Gut, rein mathematisch gibt es davon endlich viele. Aber... geht so. Musste das jetzt sein? Ich glaube, ich ändere meine Strategie. Scheiß auf den Gravios. Jetzt geht's gegen Ketsu rund. Jetzt hole ich da meine Pfeilen raus. Das macht sonst weder Spaß, noch wird das irgendwie fertig gehen. Ich habe jetzt... warte, es hat ungefähr, ne... 5 Minuten gekämpft und habe gefühlt nichts gemacht. Außer dumm dagestanden und Scheiße gelabert. Gut, Scheiße labern mache ich immer.